Ghost Recon Wildlands als Venue-Mission in Rekordzeit und ohne einen einzigen Schuss abzugeben geht nicht? Geht doch, und ich zeige dir in diesem Video wie. Nachdem du die letzte als Venue-Mission angenommen hast, begibst du dich nach Montuyoc Bravo, wo sich auch direkt nebenan der erste Schritt des Einsatzes befindet. Steig dort in das Flugzeug und flieg einfach dorthin. Drauf. Ich spiele übrigens wie immer auf Extrem, also wenn ich das schaffe, dann schaffst du das Ganze erst recht. Lande hier so ein bisschen schräg am Hügel, ungefähr Richtung Südosten, damit du nachher einfach wieder starten kannst. So, zurück zum Flugzeug und ab geht die Post. Bowman. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Mann. Jetzt ungefähr Richtung Osten fliegen, zu dem weißen Hügelchen links neben dieser Antenne. Vielleicht spielt Park falsch, Weaver. Lande jetzt auf dem Hügelkamm, bevor er nach rechts abfällt. Und zwar landest du so, dass das Flugzeug wieder ein bisschen am Hügel steht, damit du schneller wieder starten kannst. Das hier ist vielleicht ein bisschen extrem, ein bisschen zurück. Ja, so ungefähr. Huch. Dann geht's ab zu Bowman und anschließend fast den gleichen Weg wieder zurück. Die Zwischensequenz überspringe ich mal. Springt ungefähr hier wieder rüber und den Berg wieder hoch, zurück zum Flugzeug. Direkt durchstarten und dann Richtung Mausoleum. Flieg am besten schön hoch, damit die Flugabwehrgeschütze keine Chance haben. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche weiteren Videos zu Ghost Recon Wildlands oder Ghost Recon Breakpoint du gerne sehen möchtest. Abonnier dann meinen Kanal und stell bei der Glocke ein, dass du alle Benachrichtigungen erhältst, damit du kein Video verpasst. So, wenn du ungefähr über dem Platz vorm Mausoleum bist, springst du per Fallschirm ab. Versuche jetzt, den Fallschirm so spät wie möglich zu öffnen und ungefähr zwischen den beiden letzten Pfeilern zu landen. So, perfekt. Jetzt kannst du einfach direkt zur Tür gehen, aber nicht zu schnell, damit die Wache dich nicht hört. Und erledigt. Bitte gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir weitergeholfen hat. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Nimm die Hände hoch, Arschloch. Los!